Normalerweise hätte dieses Jahr eines der sportlichen Highlights stattgefunden, die man sich als Athlet überhaupt vorstellen kann. Die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Doch aufgrund des Coronavirus wurden sie auf nächstes Jahr verschoben. Dennoch schaffen wir es, die Olympischen Spiele ein Stück weit in dein Wohnzimmer zu holen. Hallo zu einer Fit for Future Bewegungspause. Ich bin Diana Eichberger, Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Winterspiele von 2018 und ich bin Fit for Future Botschafter. Und mit dieser kurzen Bewegungspause wollen ich und auch Fit for Future es dir ermöglichen, so zwischen dem Lernen meine Pause einzulegen und dich einfach mal durchzubewegen und was anderes zu machen. Es ist total einfach und du kannst auch direkt mitmachen. Also, los geht's! Für meine folgende Bewegungspause brauchst du lediglich ein Handtuch. Also solltest du jetzt keins parat haben, dann drück doch einfach kurz auf Pause, hol dir eins und dann können wir auch loslegen. Meine Bewegungspause wird sportlich, denn ich habe mir 5 Übungen ausgedacht, die du bei den Olympischen Spielen finden könntest. Wir beginnen mit der Sportart Triathlon. Dazu legst du dein Handtuch auf den Boden, sodass es für dich auch einfach ein bisschen bequemer wird. Und wie es beim Triathlon so üblich ist, beginnen wir mit dem Schwimmen. Darauf folgt das Fahrradfahren und im Anschluss noch das Laufen. Und danach wird der Gewinner gekürt. Also, los geht's! Wir werden uns jetzt auf den Bauch legen und schwimmartige Bewegungen mit den Armen vollziehen. Die Beine paddeln dabei. Und insgesamt machen wir 30 Wiederholungen. Zehn haben wir schon. Machen das Ganze ein bisschen schneller. Und 30. Nach dem Schwimmen folgt das Radfahren. Im schnellen Wechsel zieht man sich die Schuhe an und schwingt sich auf sein Bike. Dazu legen wir uns auf den Rücken und heben den Po an, sodass wir mit den Beinen eine Kerze machen. Und nun werden wir mit den Beinen Radfahren. Auch hier 30 Wiederholungen. Nach dem Radfahren wird das Rad schnurstracks in die Ecke gestellt und schon geht es auf die Laufstrecke. Und wir werden einfach auf der Stelle joggen, so etwa 30 Sekunden und los geht's. Zehn haben wir schon. Und nochmal ganz schnell in das Zieleinlauf und fertig. Ja super, das war doch schon mal ein guter Anfang. Die nächste Disziplin, die ich mit dir gemeinsam machen werde, ist das Kanufahren. Dazu nimmst du dein Handtuch und halbierst es einmal, sodass du es etwa schulterbreit hältst. Als nächstes setzt du dich auf den Boden. Die Beine sind so gut es geht ausgestreckt. Wir nehmen die Hände in die Vorderhalte und nun machen wir Kanu-ähnliche Paddelschläge. Davon machen wir insgesamt 30 Stück. Wir haben die Hälfte. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Was
Was bei den Olympischen Spielen in der Leichtathletik wirklich gar nicht fehlen darf, ist das Hürdenlaufen. Und auch das werden wir jetzt nachmachen. Dazu stelle dich bitte auf ein Bein. Achte darauf, dass du im Boden verankert bist und stabil stehst. Und mit dem anderen Bein steigst du nun über deine imaginäre Hürde drüber, setzt den Fuß kurz ab und führst das Bein wieder zurück. Das Ganze machen wir auf jeder Seite 5-mal. Beinwechsel. Und noch ein letztes Mal. Sehr schön. Kommen wir nun zur nächsten Disziplin, das Rudern. Dazu brauchst du wieder dein Handtuch. Ähnlich wie beim Kanufahren nimmst du es doppelt und hältst es schulterbreit auseinander. Als nächstes setzen wir uns wieder auf den Boden. Allerdings werden wir nun die Beine anheben, das Handtuch nach vorne halten und werden jetzt nun die Beine strecken und die Arme anziehen und eine Ruderbewegung machen. Das Ganze wiederholen wir 20 Mal. Zehn Stück haben wir schon. Drei, zwei und ein letztes Mal. Und die letzte Disziplin, die wir machen werden, ist der 100-Meter-Sprint. Nun haben wir leider zu Hause keine 100-Meter-Bahn. Und deshalb habe ich die Übung für dich umfunktioniert. Wir machen Mountain Climbers. Ähnlich wie beim Sprint legst du dazu die Hände auf dem Boden unter den Schultern ab. Die Beine sind allerdings gestreckt. Und nun laufen wir auf der Stelle. Insgesamt 30 Wiederholungen. Also, los geht's. 10 haben wir. 20. Und ab ins Ziel. 30. Sehr gut. Das hast du echt toll gemacht. Das war's schon wieder mit der Fit for Future Bewegungspause. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Einblick in die Sportarten oder in einige Sportarten der Olympischen Sommerspiele geben. Und ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ganz dem Motto, dabei sein ist alles. Also, bis dahin, eure Diana.